Pott, wenn ich Hopium und Copium, das ist halt das, was ich vorhin angedeutet habe, mit, dass die Opposition auch kontrolliert wird, ist, dass man immer wieder der Opposition irgendwelche Hoffnungsfallen aufstellt. So, wo sie dann alle ihre Kräfte drauf fokussieren, nach dem Motto, jetzt haben wir hier irgendwie das Regime überführt und jetzt wird alles zusammenkrachen. Mhm. Da hatten wir etliche Beispiele die letzten Jahre. Und das Prinzip ist immer, diese Sachen, also erstmal zu poolen, dass da möglichst viele Leute sich dazu gesellen oder spenden oder sich dazu bekennen, auf jeden Fall das featuren. Also wir mit unserer Reichweite machen dann da quasi mit, indem wir Pfizer-Files halt oder hier diese Pfizer-Veritas-Geschichte teilen. Und wenn dann das Ganze in die Luft gesprengt wird, sind wir alle mit blamiert. Und das demoralisiert natürlich, ja, ach Mensch, Mist, schon wieder nicht geklappt und so. Und das ist eine Methode der psychologischen Kriegsführung, um die Opposition konzertiert zu demoralisieren.